Hallihallöchen meine Freunde und willkommen zurück zu Let's Play FIFA 13 Ultimate Team. Und ja, es geht gleich los hier. Gegen Oslo United heißt der. Mit dem. Ja, jetzt ist er weg. Die Latenz war wahrscheinlich nicht so der Hammer. Hier noch die Fitness. Ja, jeder ist über 90, das ist gut. Das reicht. So, FC Legend. Na, ich finde es schön, wenn sie von alleine das Trikot wechseln. Die meisten Honks wollen dann ihr Heimtrikot und... Oh mein Gott. Ramos, Pepe, irgendwer, Diego Alves, Jordi Alba, Busquets, glaube ich. Özil, Modric, Di Maria, Khedira, Callejon. Der links außen, das ist... Nee, das ist nicht Busquets, das ist... Keine Ahnung. Wenigstens kein Ronaldo, Messi, Benzema. So. Wir brauchen noch zwei Siege für den Meistertitel in Liga 1. Und es geht gleich hier los mit einer Druckphase von uns. Gleich mal den Ball erobert von ihm. Da ist Pato, Flanze, Flanze. Jawohl, komm. Na komm, Bastos. Oh, José Callejon. Tja, Marcelo ist auch schnell. So, jetzt lauf, komm, du bist doch schneller. Okay, Jordi Alba hat viel Pace. Glaube ich, war mit 90. Da ist er wieder, im Sturm, der Verteidiger. Nix, Di Maria. Tschüss, Di Maria. So, ui. Ein edler Pass. So, come on, Pato. Wollte ich schon sagen, da muss doch wer in der Mitte stehen. Dann kam plötzlich wieder der Lukas angerannt. Aber das war doch ein bisschen fest verzogen. Oh, komm, Ramirez. Oh. Gut aufgepasst, Marcelo. So, jetzt Lukas. Sehr schöner Pass. Ich wollte eigentlich zu Bastos spielen. Ja, da hat er den Ball. Und versaut den Angriff gleich. What? Foul gemacht, obwohl ich ja gar nichts gedrückt habe. So, renn einfach durch, Pato. Ja. Wäre schön gewesen, hätte es geklappt, aber... Wäre zu schön gewesen. Und wen lanciert er da? Pedro. Ach, Pedro ist es. Ja. Jetzt, wo ich den Namen so sehe, denke ich, verdammt, warum habe ich den denn nicht erkannt? So, jetzt Hulk, da drüben. Bastos. Ne, das ist Lukas. Der den Ball verliert gegen den, den ich nicht gekannt habe. Der 80er Rechtsverteidiger von Dingens. Oh, warum lag's denn jetzt so? Oh. Oh, danke, Diego Alves. Komm, den hast du, 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 den... Ja, den hast du. Nix, Modric. Marcelo, weg mit dem Ball. Ich bin jetzt einfach mal mit Lukas, so. Oh. Schieß! Oh, er hat eben den gleichen Torwart wie ich leider. José Callejon hat keine Ausdauer mehr. Und Alter, wie es laggt jetzt. Ach du Scheiße. Ramirez hat noch weniger Ausdauer als Callejon. Ich mache jetzt hier kurz mal Pause, damit sich ja die Leitung ein bisschen erholen kann. Es kommt wahrscheinlich von beiden Seiten die Lags.
Alter Lukas. Alter Lukas. Du spinnst doch. Alter. Bei Lukas ist immer so, wenn ich schieße, läuft er weiter und schießt erst dann. Und das war natürlich Kaka. Ich wollte schon sagen, das war natürlich Hulk, der diese KP jetzt wieder gemacht hat. So, und jetzt hat es keine Legs mehr. Hulk. Ja. Alter, der ist so langsam. Da steht, er hat 85 Dribbling, 85 Schuss und 90 Tempo, aber davon sieht man eben nichts. Jetzt gibt's noch Gelb, oder? Naja. Wäre nicht sehr verwunderlich gewesen. Was macht denn der da vor der Mauer? Oh! Der hätte gepasst. Der hätte gepasst. Es ist zwar Pepe, aber ich habe keine Angst vor ihm. So, jetzt Pato. Ah, João Pereira heißt er. Ja, und der ist natürlich schneller als Pato. Hab verstanden. Jeder seiner Verteidiger ist natürlich schneller als Pato. Auch Pepe mit seinen wahrscheinlich 70 Pace, die er hat. Gut, Jordi Alba wäre es noch gut möglich. So, flankt mal. Warum probiert der einen Flugkopfball? Ein Flugkopfball. Wenn noch Gegner vor ihm stehen. Manchmal raff ich den Lukas nicht. Also manchmal kann er der beste Spieler der Welt sein. Mit seiner Schnelligkeit und seinem coolen Schuss. Aber manchmal ist er der größte Idiot. So wie jeder in meinem Team. Und jetzt fangen die Legs wieder an, oder was? So, jetzt Ramirez. LOL! Was macht denn der mit dem Außen? Schieß einfach mal! LOL! What is he doing? Der hat sie doch nicht mehr alle. Aber Ramirez hat 88 Pace. Beide haben keine Ausdauer mehr und dieser João Pereira läuft Ramirez davon. Hier sehr gut verteidigt von Dede. Alter, Ramirez wird ausgewechselt in der 60. Minute. Es steht immer noch 0-0, das heißt, es ist ausgeglichen. Ja, das ist abseits. Alter, warum ist denn der so schnell mit dem Torwart da? Der spinnt doch. Ich schieß nachher einfach mal. Wenn ich mal alleine aufs Tor gehe, schieße ich von Weitem. Oh, das war ein bisschen zu fest. Aber das meine ich, er kommt sehr früh raus mit dem Torwart. LOL, ey. Gut, es ist ein ziemlich ausgeglichenes Spiel. Ein Unentschieden wäre hier wahrscheinlich das Feste, aber ich will das natürlich nicht, ein Unentschieden. Weil ich brauche einen Sieg für den hübschen Meistertitel. Gut, ein Unentschieden könnten wir uns natürlich schon leisten. Das war ein sehr toller Pass von dir, Ramirez. Na gut, er holt sich wenigstens den Ball zurück, schießt ihn irgendwie aus der Drehung nach vorne, was natürlich auch wieder sehr schlecht war. LOL, das gibt's doch nicht. Soll doch. Es kommt keiner auf die Idee, ihn anzugreifen. Er kann einfach munter und fröhlich da durchlaufen. Das liebe ich an meiner Verteidigung. Dumm wie Brot. Dumm wie Brot. Ich glaube, der hat extra noch schlechter gespielt in der ersten Halbzeit und jetzt kommt er erst so richtig. So, jetzt mal nach vorne mit dem Leder hier. So, Lukas, lauf! Ach, ey. Er hat eine Dreierabwehrkette, es sollte einfacher sein, so durchzukommen. So, komm, Hulk. Ja, der war gut.
Aquel pase es para guardar en videoteca. Roba en el área. So, komm jetzt, Lukas. Lol, da haut er ihn einfach um. Ja, das ist halt, so macht's halt der immer. Kaka, ey. Weißt du, so eine beschissene Ballannahme und dann mal noch beschissener Pass. Lukas genau gleich. Ja, Ramirez natürlich ohne Ausdauer. Ja, Marcello läuft sogar noch weg vom Ball, hat er Angst bekommen. Nice, wie er sich gegen zwei durchgesetzt hat, die gegrätscht haben. Yes! Ah, sehr schön. Und jetzt gibt's gerade einen Lag beim Tor. Hat er gerade die PS abgestellt oder was? War das jetzt ein Rage Quit von ihm? Wäre das als unentschieden gezählt? Weil von mir ist es nicht. Ja gut, es wird als gar nichts gezählt. Lol. Also ich bin noch verbunden, von mir ist es nicht. Eigentlich sollte der Sieg mir zugesprochen werden. Aber egal. Münzen haben wir bekommen, das ist schön. Ja gut, dann sehen wir uns morgen wieder. Danke fürs Zuschauen, tschüss.